So, wir sind zurück im nächsten Teil zu Confrontation. Ich habe hier gespeichert, ihr wisst, wir sind hier angekommen, heftige Kämpfe gehabt, haben aber alles ganz gut geregelt. Die Karte baut sich noch auf, wo wir schon überall waren. Da ist ja hier auch noch einiges. Und wenn wir da noch überall hin müssen, dann sind wir aber auch lange unterwegs. Und dann gehen wir jetzt hier auch direkt weiter. Wir gehen jetzt wieder hier runter, weil ich möchte gerne mal auch an das Heiligtum hier drankommen. Ich bin bereit. Hier waren wir. Ich bin bereit. Jetzt sind wir in dem unteren Bereich hier. Kommen wir da irgendwie hin jetzt? Können wir da irgendwie schießen? Wo rennt der hin? Hier geht's rum. Für die Templer. Ah, hier kommen welche. Reißzahn, Rudelführer. Okay, da nehmen wir jetzt den Rudelführer und den. So, den Rudelführer, den. Ihr habt's gesehen in dem letzten Teil, der kann vieren, also uns Furcht einjagen. Da ging die ganze Gruppe erstmal kunterbunt da rumgelaufen vor Angst und Schrecken. So, dass wir den erstmal gleich platt machen. Das müssen wir auf jeden Fall. So, das hat funktioniert. Jetzt mit den beiden hier drauf. So, den haben wir auch. Ach, da haben wir das. Dann nehme ich mir hier nochmal die Provokation. Okay. Darius hier ein Stück weiter rüber rennen. Ich bin bereit. Scheiße. Ja. Ah, super, ey. Für das Licht. Schießen die jetzt auch mal hier? Die können den doch treffen da. Ja, so sei es. Ah, jetzt rennen die da hin. Was ist das denn für eine Scheiße, ey? Mein Gerät ist stets bereit. Ah, gut, jetzt sehe ich aber noch mal nichts. Ist ja auch geil, ey. Mit Kahn hebe ich mal Darius auf. Gut. Müssen wir uns erstmal erholen, kurz. Verstanden. Junge, das ist aber jetzt hier ein Riesengebiet, habe ich das Gefühl. Für das Licht. Auf der Stelle. Sofort. Jetzt kommen hier schon wieder Gegner. Von der Ecke laufen die weiter. Nee. Gut, laufen wir mal kurz hier rüber. Oh, da war auch noch einer. Ich laufe erstmal auf die Ecke hier, weil da hatten wir auch noch einen Gegner hier oben. Ich weiß nicht, ob der uns sieht. Jawohl. Die schießen auch auf den, das ist schon mal ganz gut. Weil dann kommt er uns da oben bei den Klüvensteinen nicht in die Quere. Jawohl, und gab sogar einen Stufenaufstieg. Und hier waren wir auch schon. Ihr seht's an der Map, an der Karte. So. Da können wir uns jetzt hier oben um den Klüvenstein kümmern. Ich bin bereit. Können wir hier Aufstellung beziehen, Rudelführer, ein Reißzahn. Da haben wir nochmal was. Ein Orakel. So. Mit denen gehen wir auf den Orakel. Mit Dalon auf den Rudelführer. Hier gibt es dann auf den Rudelführer das volle Programm. Stolperschuss und den Schuss. So, auf geht's.
ist noch ein vierter Gegner. So, den hätten wir schon mal. Jetzt die Provokation auf den. So, den haben wir provoziert. Darius haut sich da ganz gut durch bei dem Orakel. Brauchen wir eigentlich gar nicht viel mehr, den zu unterstützen. Der liegt. Wunderbar. Oh, der hat den jetzt gelähmt hier. Da haben wir einen Stun auf Dalon. Aber das haben wir auch so geschafft. Gut. Hervorragend. So. Klüvenstein. Drei Unterstützungsklüven müssen grüne sein. Auf der Stelle. Bandagen. Ich bin bereit. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier alles ablaufen. Ach ja, da müsst ihr auch da hinten. Müssten wir ja auch unser Autosave-Punkt haben. Stopp, hier läuft noch einer rum. Ein Armbrustschütze. Er kriegt einen Stolperschuss. So. Müssen wir nicht mehr mit einem Tank dran, den kriegen wir so weg. Jawohl. So, auf zu unserem Autosave Point. Dann gibt es nochmal Points für uns, oder? Nee. Auch krass. Habe ich die Punkte schon irgendwann gekriegt? Keine Ahnung. Also, vielleicht habe ich es auch jetzt total verpeilt und nicht mitbekommen. So, jetzt gucken wir uns mal die Map an. Ja gut, das müssten wir jetzt soweit alles. Von hier sind wir gestartet. Von da sind wir hochgekommen. Dann gehen wir jetzt nochmal rechts rum. Verstanden. So. Weil hier können wir nämlich, glaube ich, irgendwie linksseitig jetzt abbiegen auch. Ich gehe mal hier weiter. Junge, hier habe ich laufend irgendwelche Bäume vor der Linse. Da haben wir nochmal was. Oh ja, da steht noch ein Waffenständer. Cool. Das holen wir uns natürlich. Ja, das sind alles Gegner, wo ich im Moment sagen muss, die uns keine großartigen Probleme bereiten. Lässt sich eigentlich alles recht gut machen. So, Rudelführer. Kahn. Stolperschuss. So, der liegt schon mal wieder. So. Der ist schon mal platt. Jetzt machen wir hier unsere Buffs rein. Dalon auch. Hier den zwei auf den Reißzahn drauf. So, da nehmen wir uns jetzt die Provokation hier bei dem Orakel. Ich habe so das Gefühl, Dalon greift uns an, ey. Was ist das denn, ey? Das Drecksorakel. Wo ist der denn hier? Bezaubern, ey. 2 Sekunden noch. So. Also, das kann das Orakel. Der nimmt uns also ein. Und setzt dann den eigenen Mann gegen die eigenen Leute ein. Der hat nämlich Darius umgehauen. Ich dachte gerade, was ist denn hier jetzt los?
Aber das kann also ein Orakel. Okay, dann wissen wir das auch. Alter, jetzt habe ich schon wieder Bäume hier vor der Linse. So. Ich bin bereit. Die Punkte nehmen wir uns natürlich mit. Hör das Licht. Und dann geht's jetzt hier weiter. Gut. Hier sind die nächsten Gegner. Wo sind wir jetzt hier überhaupt? Ich habe hier gar keine Peilung. So, da. Okay. Kurz speichern. Und weiter geht's. So, da stehen wir. Orakel, den brauchen wir auf jeden Fall. Nicht, dass uns das wieder passiert wie eben. Das ist auch den ersten, den ich hier jetzt umballer. Und der hier schießt hier rüber. Gut. So, da gab es einen Stufenanstieg. Das kann ich, glaube ich, alles wieder so ein bisschen schön laufen lassen. Ohne großartig irgendwas machen zu müssen. Gut. Hervorragend. Und da geht's auch weiter. Und eine Speicherung rein. Das darf ich nicht vergessen. Wir kommen so schnell voran, dass ich hier laufen vergessen zu speichern. Verstanden. Ah, da laufen wir doch jetzt Richtung unserer Wegmarkierung. Da kommt einer gelaufen. So. Und wieder eine Stufe. Jawohl, das rasselt richtig gut durch. Schleichen wir uns mal vor. So, Aufstellung. Da haben wir auch wieder... Oh, den nächsten Gegner stehen. Wo steht er denn? Das ist ein Armbrustschütze. Der steht da oben drauf. Muss ich mal hier rüberziehen. Ich da eventuell schießen kann dann. So. Der liegt. Oh, irgendwas passiert. Hier ist ein Schalter, um ein Tor zu öffnen. Das Tor ist verschlossen. Okay, ich habe es verstanden. Wir müssen da vermutlich hoch, um da durchzukommen. Ja, obere Bereich der Karte haben wir eigentlich. Da sind wir hier. Armbrustschütze. Den nehmen wir uns. Und den. So. Stolperschuss. Na. Okay, haben wir auch. Im Namen Merins. Ihr seht, auf der anderen Seite müsste der Schalter sein, da drüben. Und zwar genau hier. Und da rücken wir mal vor. Da ist nämlich noch einer. Ach, da ist ein Armbrustschütze, okay. Das lässt sich auf jeden Fall machen. So. Dann ziehen wir die nochmal kurz nach, dass es ein bisschen schneller geht. So. Dann betätigen wir hier unseren Schalter. Gut. Ich bin bereit. Oh, Scheiße. Den habe ich ja gar nicht gesehen.
Reißt sie. Darius rennt einfach mal weg. Aber egal, den kriegen wir so weg. Geschenkte XP ist für uns. Hier rum. So, hier hinten geht's auch noch weiter. Oh, da kommen welche gerannt. Was ist das? Jetzt bin ich natürlich mit meinen Tanks ziemlich weit vorne. Oh oh. Das habe ich natürlich schön abgekackt, ey. Da dann. So, der hatte ich auf jeden Fall ganz gut weggekriegt. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt unsere Buffs reinhauen. Stolperschuss, dass wir den schnellstmöglich wegkriegen hier, damit wir eingreifen können da unten. So, das haben wir auch. Darius. Ich mache mal hier eine Heilung. Damit wir unseren Darius etwas hochheilen. Aber jetzt zieht sich ja alles zusammen, das sieht ganz gut aus. Das können wir auch, glaube ich, alles so laufen lassen. Ja, nächste liegt. Und jetzt können wir den da zusammen platt machen. Gut. Dann haben wir doch das auch jetzt noch erreicht. Ja, die Map war hier noch gar nicht zu Ende. Bevor wir da durchs Tor gehen, gucken wir uns das hier nochmal an. Stopp. Was machen die da jetzt gerade schon wieder? Das kann doch alles nicht wahr sein. Auf der Stelle. So. Für das Licht. Jetzt, die wollen da unbedingt drüber rennen. Was ist das denn? An was hängen die denn? Für die Templer. Ich habe keine Ahnung, die kommen hier nicht durch. Warum auch immer, aber ihr seht es ja auf der Map, wir waren hier schon. Da renne ich jetzt mit den beiden hier zurück. Seltsam. Ich bin bereit. Sofort. Gut, wir sind hier vor dem Tor. Und ja, ich mache hier einen Cut und setze dann genau auch hier wieder an. Ich mache jetzt auch einen Quicksave. Habe ich schon wieder fast vergessen. Da müssen wir hin, da müssen wir durch. Nächste Teil ist es soweit. Schaut wieder rein, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Feedback. Und ich sage natürlich wie immer, bye bye, euer Wolfgang.